Rechtschreibung 1 einer Dressurprüfung der Klasse E. Insgesamt 6 Reiterpaare in der Starterliste und wir bitten auf den Weg sich zu machen die 29 der Junimond mit der Charlotte Boschen und Leonie Hagen die 37 mit Mira Bay. So, in der Reihenfolge wie in der Starterliste reiten die beiden, die 29 am Anfang und die 37. So, beginnen. Auf der rechten Hand im Mittelschritt Abteilung bilden. Anfang rechts dreht, links marschiert auf. Marsch. Anfang hart. Grüßen. Abteilung zu einem rechts bricht ab im Arbeitstempo Trab. Anfang Schlangenlinie durch die Bahn, drei Bögen. Dabei leicht traben mit Fußwechsel bei Überreiten der Limitlinie. Rechts beenden. Aussitzen. Auf dem Mittelzirkel geritten. Abteilung im Arbeitstempo Galopp, Marsch. Ganze Bahn. Abteilung Schritt, Mittelschritt. Durch die ganze Bahn wechseln. Im Arbeitstempo Trab auf dem Mittelzirkel geritten.
Verteilung im Arbeitstempo Galopp. Marsch. Ganze Bahn. Abteilung im Arbeitstempo Trab. Anfang links um, Marsch. Anfang rechts um, Marsch. Anfang rechts dreht, links marschiert auf, Marsch. Anfang halt. Grüßen. Schritt am langen Zügel die Bahn verlassen. Wir bedanken uns herzlich für die Vorstellung von Charlotte Boschen mit ihrem Junimond und dafür notieren wir die Wertnote 7,5. Darf auch geklatscht werden, hat niemand was gegen. Müssen wir noch ein bisschen üben bis Sonntag und mit der Wertnote 6,5 kam Leonie Hagen mit Mira bei nach Hause. Dankeschön. Als nächstes freuen wir uns auf Christina Müller mit der 42 Safira und aus der Ukraine Valeria Rosanovi mit Charlie, die 48. Auf dem zweiten Platz beginnen wir jetzt mit der Schwellno Weiß-Prüfung hier als erste Startung mit Luca Dill, die hier uns die Stufe EH Minzer vorstellt. Anfang halt. Grüßen. Abteilung zu einem Rechts bricht ab im Arbeitstempo Trab. Lange Linie durch die Bahn, drei Bögen dabei leicht traben, mit Fußwechsel überreiten der Mittellinie, rechts beenden.
Viertelzirkel berührten. Abteilung im Arbeitstempo Galopp. Mittelschritt durch die ganze Bahn wechseln. Abteilung im Arbeitstempo Galopp, Marsch. Ganze Bahn. Abteilung im Arbeitstempo Trab. Anfang links um, Marsch. Anfang rechts um, Marsch. Anfang rechts dreht, links marschiert auf, Marsch. Anfang Halt. Und im Trail in der Bahn ist jetzt PA Vittoria Dancer von geritten hier und vorgestellt von Dennis van Gils. So, wir danken den beiden Damen für diese Vorstellung und für die 42 notieren wir die Wertnote 7,3 und für die 48 7,3 und die 42 6,7. So, wir haben das letzte Paar in dieser Prüfung, die Startnummer 2, Burnley Park mit Sabine Koch und aus den Niederlanden Carissa Schutte mit Coconut und der Nummer 52. Auf der rechten Hand im Mittelschritt Abteilung bilden. So, beginnen. Musik.
Anfang rechts dreht, links marschiert auf. Marsch. Anfang halt. Grüßen. Abteilung zu einem Rechts bricht ab, im Arbeitstempo Trab. Anfang Schlangenlinien durch die Bahn, drei Bögen, dabei leicht traben, mit Fußwechsel bei Überreiten der Mittellinie. Rechts beenden. Vielen Dank für die Vorstellung. Aussitzen. Auf dem Mittelzirkel geritten. Im Arbeitstempo Galopp, Marsch. Im Arbeitstempo Trab. Auf dem Mittelzirkel geritten. Abteilung im Arbeitstempo Galopp, Marsch. Tempo Trab. Anfang links um. Marsch. Anfang rechts um. Marsch. Anfang rechts dreht. Links marschiert auf. Marsch. Anfang halt. Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. So, auch Dankeschön den beiden Damen. Und die Startnummer 2 geht mit einer Wertnote von 6,5 nach Hause und die 52 nimmt 7,0 mit nach Holland. Thank you.
So, wir rufen dann zur Siegerehrung und zur Platzierung die 29, die 48, die 52 und die 42. Platziert bis zu einem Ergebnis von 6,7 und besser. Und wir haben gerade den Ritt gesehen von KD Diwali, hier vorgestellt von Amy Zutenberg. Und jetzt in der Bahn ist die Kopfnummer 62, Malay Eldain, hier vorgestellt von Lilian Franke Ebing. Ich hab's gesehen. So, bitte in beliebiger Reihenfolge aufmarschieren. In Front. Zu B. Können hier bleiben. Hier bleiben. So, und jetzt war auch hier das Ende der Prüfung hier mit der Reiterin. Die Trailrider können sich hier in der Arena wieder einfinden. Diese Dressurprüfung Klasse 1, und für die Jury gratuliert Herr Lothar Friesen, für die Turnierleitung Frau Klag-Lindemann. Es siegte den 29. Junimond im Sattel Charlotte Bosche. Bitte vorziehen, Glückwunsch und Applaus. Schleife von Herrn Friese. Gratulation durch Frau Lindemann.
Auf dem zweiten Platz die 48, Valeria Osadübich mit Charlene und der Wertnote 7,3. Auf Rang 3 die 52, Coconut, Ergebnis 7,0. Unser Gast aus den Niederlanden, Carissa Schutte. Auf Rang 4 Christina Müller mit der 42 Safira und der Wertnote 6,7. So, das war der Auftakt zum diesjährigen Turnier hier. Und beim Einsetzen der Musik zu einer Ehrenrunde im Galopp rechts brecht ab Marsch. Eins, zwei, jawohl, wir sind wieder dabei und wir kommen hier zur Platzierung des Trail Novice. Hier in der Prüfung waren 4 Reiterinnen und Reiter am Start und wir fangen hier von hinten an mit der Platzierung und auf dem 4. Platz, es sind alle Reiter platziert worden, das war jetzt hier ein Richterwunsch und wir freuen uns auch, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, um hier unser erstes Debüt auch in Westernklassen mitzumachen und zu beleben. Und auf dem 4. Platz ist P.A. Vittoria Denza vorgestellt von Dennis van Gils. Herzlichen Glückwunsch! Auf dem 3. Platz Malé Eldein, hier vorgestellt von Lilian Franke Ewing. Auch hier einen herzlichen Glückwunsch für diese Vorstellung. So, jetzt wird es spannend. Und heute auf dem 2. Platz ist K.D. Diwali, vorgestellt von Amy Zutberg. Und es bleibt hier auf Platz 1 GH Minza, vorgestellt von Luca Dill, hier heute im Trail Novice
an erster Stelle. Herzlichen Glückwunsch und wie gesagt, vielen Dank an die Reiter, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, um hier die Western-Klassen auch einmal zu beleben. Wir bitten aber noch um eine Ehrenrunde hier und dann bauen wir den Platz um für die Rennschreiding. So, bitteschön, eine Ehrenrunde bitte. Und die paar Zuschauer, die hier sind, können ruhig kräftig klatschen. Ja, genau, eine Ehrenrunde ist außenrum im Galopp meistens so. Voller Freude, dass man. Oder im Trab.